Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir haben noch ein Medikit, das nehmen wir mit. Da das XP bringt. Wir sollten herausfinden, was da oben vor sich geht. Pistolenmagazin-Upgrade, wo haben wir's? Hier ich mir mal schnell was nachher noch abhaken. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Allein packen Sie den Reaper nicht, wir müssen dahin! Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Oh, Scheiße! Kontrolle verloren! Kann ich nicht hochziehen! Weg hier! Shepard, was ist denn los? Rex, bringen Sie sofort die Frau hier weg! Los! Artemek, hören Sie mich! Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Da drüben ist ein Tunnel. Vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los! Na gut, dann schauen wir mal, was haben wir hier noch Schönes? Ah, ein Gral-Dornwerfer. Nehme ich mal mit. Sieht ganz interessant aus. Das kann niemand überlebt haben. Los, runter von der Straße! Ich wette, der Tunnel da bringt uns hier raus. Schrotflinten Smart Drosseln. Okay, was haben wir das? Ah, da haben wir's. Da hinten ist noch Todesmaske. Ansaugung. Okay, das hake ich mir jetzt nochmal ab. So. Das scheint aber. Wenn ich mir das mal so anschaue, da ist er wieder. Dachte ich es mir doch. So, und noch den Nahkampfbetäuber. Ja, komm, nimm den mit. So, Pistole, Nahkampfbetäuber. Schön. Mal jetzt weiter. Ach komm, ich hake mir jetzt die Dings noch mal ab, die Pistole, die wir gerade gefunden haben. War das eine Pistole oder war das hier eine Dings? Submachine Gun. Langsam war das ja eher nicht. Na, muss ich nachher mal schauen. Oder später. Ne, scheint eine Pistole zu sein. Predator. Ach, das ist eine, okay, ist eine Spezialwaffe. Gut. Sieht mir nach Submachine Gun aus. Oder mal bei den Submachine-Guns nach. Kral-Dornwerfer. Sagt mir aber auch gerade nichts großartig. Nope. Doch, da unten ist noch was. Hier.
Eine Shotgun ist das, alles klar. Auch noch gesehen. Mal gucken, wie der sich macht. Rex, empfangen Sie das. Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reeves Truck hat's auch ausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Na, ich hoff's doch mal. Schauen wir uns hier mal um. Da scheint es wieder weiter zu gehen. Können wir denn hier noch irgendwas Schönes mitnehmen? Aber ich befürchte eher weniger. Ein paar Krogana-Statuen. Auch noch Schriftzeichen. Ah, Artefakt. Faszinierend. Das Gemälde legt die Vermutung nahe, dass die Krogana eine künstlerische Ader hatten. Und Sklaven. Der Typ sieht aus, als würde er Befehle erteilen. Hatten? Ich finde die jetzt noch ziemlich künstlerisch. Die Krogana. Und hat halt ordentlich letztes Mal. Okay, das war kein Erdbeben. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, Ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Ja, ich glaube auf Dreschlunde. Will ich wissen, was Kalros die Mutter aller Dreschlunde ist? Hätte ich jetzt hier nämlich wenn auch gerade... Wenn die Krogana ihm einen Namen geben, ist da bestimmt was Besonderes. Guck, ob wir den umlegen müssen. Da haben wir noch was. Na, kommt ihr mal gucken? Nö. Schade, war so ein schönes Artefakt. Hm. Da scheint es weiter zu gehen. Bin ich hier auch noch irgendwas? Nee, da ist verfallen. Ich glaube, das ist Kalros. Das da kriecht hier unten rum. Ja, sieht doch gut aus. Ich denke, die sind bestimmt ganz freundlich hier unten. Aha. Sieht mal wieder nach Rachni aus. Das waren bestimmt noch nicht alle. Rex, wir sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß. Ein paar haben uns schon angegriffen. Der Mantel ist jetzt wichtiger. Finden Sie uns schnell. Hm. Endlich. Da vorne ist Licht. Früher hätte ich hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Da fragt man sich, was aus den Kroganern wohl geworden wäre, wenn sie den Laden nicht gesprengt hätten. Na, auf zu den Trucks. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard! Dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Bewegung voraus. Gut. Einsatzgebiet genau beobachten. Kein Ort, wo man in eine Falle laufen möchte. So, Verwüster, das ist ungünstig.
Die müssen nämlich relativ schnell weg. Einer weniger. Haben wir auch ein bisschen was abgekriegt. Nächste. Na komm. Na, ich heile mich mal. Sicher ist sicher. Und wechseln die Waffe, also die ist leider doch nicht so das Wahre hier. Ah, Mist. Granate ist auch nicht so unbedingt besser. Und schalten wir euch mal aus. Zumindest mal so gut es geht. Noch ein Beben. Ich würde sagen, Kairos ist ganz schön real. Ach, Scheiße. Wachsam bleiben. Na, ja, da sagst du was. Ja, ich möchte mal gerade auf Sniper wieder wechseln. Ich möchte gerne auf Sniper wechseln. Danke. Wie gesagt, Steuerung. Ansonsten sieht es hier gerade relativ ruhig aus. Ich möchte gerne speichern. Gehen wir mal weiter. Es ist noch nicht vorbei. Wie frech. So, du kannst mal weg. Damit kann dein Kollege auch dran glauben. War es das? Scheinbar schon. Nee. Oh, schön, dass sie hier so ein reines Glied aufstellen. Finde ich äußerst nett. Und er hat ein paar Freunde mitgebracht. Und dass wir den vielleicht erstmal wegkriegen hier. Den alten Rohling. Kannst du mal weg da? Deckung bitte, danke. Ah, nicht schlecht. Das lief doch eigentlich ganz gut, muss ich ja mal zugeben. Ein bisschen Muni mit. Dann gehen wir weiter. Shepard, wie läuft's? Wir sind immer noch in den Ruinen. Beeilen Sie sich. Der Reaper bewegt sich nicht. Und der Himmel sieht zunehmend schlimmer aus. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Nicht jetzt, Rex. Was denn? Der Commander hat genug Sorgen. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Na gut, dann kommen wir mal da raus. Hoffentlich. Mal hier hoch. Oh. Die Party Besuch. Ist noch nicht vorbei. Da habt ihr recht. Mal weg soweit. Das sind alles Husks, das können ja meine Leute mal machen. Hoffentlich. Ich würde gerne erstmal die Großen hier ausschalten. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird.
So, warum die Waffen, die Sachen man nicht auch mal nutzen, wenn wir sie haben? Ich hasse diese Typen! So, der hat zu gut gesessen. Sehr schön. Gute Arbeit. Ah, die Schwärme. Das könnt ihr mal machen. Da verschwende ich jetzt keine Munition drauf. Aber viele Schwärme. Na komm, haut die mal weg. Hat er noch Muni? Ja, und werden wir dann auch wieder voll ausgerüstet. Gut, darüber laufen ist gerade mal nicht. Laufen wir doch mal hier rüber. Shepard, ja. Wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, Moment, Kairos! Abbrechen, wir verschwinden! Huseln das Vieh einfach mal hier so durch. Und jetzt? Wir versuchen das Ding abzuschütteln, um sie zu finden. Der Schlund kommt näher. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgezeichnete Eisenquelle für Speiseplan des Schlunds. Ich frage mich, wo wir... Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Der ganze Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. Achtung, sie kommen zurück! Ich sehe sie! Okay, geh ich mal schnell in Deckung. Dann gucken wir mal, ob wir die platt kriegen. So, der wäre noch weg. Fliegen jetzt ein paar Kannibalen rum. Shepard, Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhalten. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Reeves, bleib dran! Schneller! Ich rieche den Atem von diesem verdammten. So, hauen wir den Marodeur mal noch weg. Geht doch. Ein Hoch auf den Kopfschussschaden, ne? Danke, Liara. Hast du gut gemacht. Wir können noch nicht speichern. Haben wir irgendwo, da haben wir Muni. Und ein MP-Zielfernrohr. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Shepard, wir haben Kairos fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. So, Sturmgewehrlaufverlängerung. Dann haben wir, glaube ich, hier ja alles mitgenommen. Sehr gut. Was es mitzunehmen gab. Sonst noch irgendwas hier? Scheint nicht so. Gut, ich würde sagen, dann machen wir es hier schon mal Schluss. Gab es irgendwelche Codex-Einträge eigentlich? Jawohl. Dann, ja. Erstmal Dank an alle, die zugeschaut haben soweit. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt keine Codex-Einträge mehr schauen wollt, dann könnt ihr abschalten. Und für alle anderen erstmal die sekundären. Bisschen was über die Reaper. Und zwar ihre Schwächen. So. Einmal das.
an die Organisationen. Ach ja, die Gudubido. So, und dann noch ein paar Primäre. Dreschlunde sind unterirdisch lebende Karnivoren, die ihr ganzes Leben mit Fressen oder der Suche nach Nahrung verbringen. Dreschlunde pflanzen sich über Sporen fort, die selbst im tiefsten Weltraum Jahrtausende überleben können, bevor sie dann in irgendeiner Atmosphäre wieder zu neuem Leben erwachen. Man findet sie daher auf vielen Welten, wo Weltraumreisende sie unbemerkt eingeschleppt haben. Die Körper der Dreschlunde verbleiben immer zu einem Teil in der Erde. Nur der Kopf und die Tentakel werden bei überirdischen Angriffen eingesetzt. Außerdem versprühen Dreschlunde toxische Substanzen und setzen unhörbare akustische Schockwellen ein. Die erste Begegnung der Allianz mit Dreschlunden ereignete sich 2177 in der Kolonie Akus. Nachdem der Kontakt zum Pionierteam abgebrochen war, wurde eine Einheit Marines zur Untersuchung entsandt. Die Landetruppen wurden von hungrigen Dreschlunden angegriffen und fast vollständig aufgerieben. Das Allianzmilitär sieht für den Kampf gegen Dreschlunde auf Fahrzeugen stationierte schwere Waffensysteme vor. So, das müsste es dann auch mit dem Codex gewesen sein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.